Sich treiben lassen ist einfach cool. Ja, das ist das Motto von Kritzendorf. Lass dich treiben und schwimm gegen den Strom. Wir sind viel herumspaziert in dieser ganzen Gegend wegen dem Hund. Wir haben viel eigentlich Internet geschaut und da waren aber die Preise immer zu hoch, muss ich sagen. Also für uns einfach 80.000 Euro und aufwärts. Per Zufall oder Glück einfach haben wir dann dieses Häuschen, das erschwinglich für uns war, um 25.000. Ist auch viel, ja. Das war noch kurz nach dem Hochwasser, nach dem letzten Hochwasser, wo die Preise noch relativ weit unten waren. Wir sind im Sommer da, wir nutzen den Fluss zum Abkühlen, wir grillen Gemüse. Die Kinder sind frei unterwegs, es gibt keine Gefahr, gibt keinen Autoverkehr und das ist gemütlich für die Kinder. Mit der S-Bahn herfahren, ist vom Franz-Josefs-Bahnhof in 20 Minuten da und nach einer halben Stunde ist Urlaubsfeeling. Wir sind eine Familie zu viert und es ist schon sehr klein, aber ich empfinde es immer eigentlich wie ein Wohnmobil. Unser großer Sohn ist 14, den interessiert es jetzt gerade derzeit nicht so sehr, hierher zu kommen. Aber mit dem Vito ist es noch genau richtig. Wir kommen so oft wir können, schauen aber auch, dass wir anderen Urlaub auch machen, also die weite Welt sehen. Der Fluss, die Häuser, die verschiedenen, die mehrere Farben, das natürlich hat ein Luft nach Valparaiso. Fehlen nur die Schiffe und die schmutzig vielleicht. Nein, die Schiffe gibt es auch. Wenn das Schiff kommt, gibt es hohe Wellen und dann sagen wir, schau, jetzt ist es wie... Also hier ist ein bisschen mehr still, leise als in Valparaiso. Zumindest die Österreicher und Österreicherinnen, die hier sind, sind zumindest alle halbwegs auf einer Wellenlänge und ich... Ich kann mir schon vorstellen, dass das an diesem Künstlerflair irgendwie liegt. Der engere Umkreis sind sehr viele Architekten, Architektinnen, Filmemacher, Macherinnen sind hier auch einige angesiedelt. Sonst auch einfach junge Leute mit Kindern, wo sich alle freuen, dass man einfach zusammen auch diesen Raum hier nützt. Ja, es sind so viele Gemeinschaftsflächen, finde ich auch. Der Tennisplatz oder die Liegewiese, der Ludwig, der Kiosk sozusagen. Und es ergibt eigentlich schon auch so ein Gefühl von einem Zusammensein. Und hier kann man oder kann ich richtig entspannen und einfach die Zeit genießen, den Strom genießen. Das ist auch wirklich ein absolutes Erlebnis, stromaufwärts zu gehen. Eigentlich so, wie man sich in die Fluten schmeißt und dann runtertreiben zu lassen. Ja, also ich kannte das vorher nicht. In Wien ist ein ganz anderer Rhythmus. In Wien ist Arbeit, Schule, Kindergarten. Wenn ich arbeite, komme ich sehr spät nach Hause oft. Auch wenn ich arbeite, gar nicht so in das Alltägliche eingebunden. Und würde schon meinen Job als sehr stressig bezeichnen. Ja. Ich mache das sehr gerne, zu Hause sein mit den Kindern. Das macht mir eine Freude. Ich habe gearbeitet als Kinderbetreuer auch und ja, und dann die Kinder, die haben jemanden gebraucht. Wir könnten nicht leisten, eine Babysitterin. Ja. Es ist auch in der Gesellschaft heute nicht so oft, dass Männer sich wirklich zufrieden geben können. Gesellschaftlich auch sozusagen diese Anerkennung einfach nur im familiären Rahmen eigentlich zu bekommen. Ja? Also ich selbst könnte es nicht so gut wie er. Das ist auch eine kleine Revolution, eine politische Revolution, dass der Mann zu Hause bleibt und die Frau an die Macht sind. Das wäre
noch besser für die Welt, glaube ich.